Der Krisenstab im Auswärtigen Amt tagt derzeit rund um die Uhr. Man versucht, Kontakt zu den rund 100 Deutschen im Nordosten Japans aufzunehmen. Für die Region wurde eine Reisewarnung ausgesprochen und es wurde eine Hotline für alle eingerichtet, die um ihre Angehörigen fürchten. Japan ist unser enger Partner und deswegen sind wir selbstverständlich bereit, alles zu tun, humanitär, technisch, auch technologisch, um bei der Eingrenzung und Bewältigung dieser Katastrophe hilfreich zu sein. Die Sorge um die Menschen in Japan steht auch für die Opposition im Vordergrund. Das ist eine unglaubliche Katastrophe für die Menschen da. Und deswegen finde ich, zuallererst muss man jetzt gucken, was gibt es an internationaler Hilfe. Die innenpolitische Debatte, wer macht da was und wie stehen wir zur Atomenergie, die können wir sicher danach noch ausreichend führen. Heute ist der Tag, wo man sich kümmern muss um Hilfe für Japan. Für Deutschland, so versichert der Umweltminister, bestehe durch die Reaktorkatastrophe derzeit keine Gefahr. Weil die spezifische Situation so ist, dass Kernschmelze dort besteht, kein Brand, kein Vulkan, der Radioaktivität in hohe atmosphärische Höhen hinausschleudert. Den Menschen in Japan muss geholfen werden, fordern die Grünen. Aber in Deutschland müsse man die Atomkraft neu diskutieren. Wenn sich hier Tschernobyl wiederholt, dann kann Politik in ihrer ganzen Breite gar nicht anders, dann kann die Gesellschaft gar nicht anders, als zu sagen, man muss am Ende die Konsequenzen aus Tschernobyl und aus Fukushima ziehen. Vor dem Kanzleramt versammeln sich derzeit einige Atomkraftgegner. Heute Abend will Angela Merkel mit dem Außen- und dem Umweltminister über die Konsequenzen aus dem Unfall beraten.